Einige haben vielleicht schon gemerkt, dass hier nicht der Markus Netherle steht, sondern zwei andere Herren, nämlich der Till Adams und der Otto Dassau, die den Vortrag vertretungsweise hier vortragen werden über GRASGIS 7.2. Ja, trotzdem froh. Ich hoffe, ihr seid nicht alle gekommen, um den Markus zu hören. Der ist leider verhindert. Klonen ist noch nicht erfunden. Der ist in Washington auf einer Konferenz. Das ließ sich schlecht organisieren. Dann haben wir uns entschieden, dass der Markus uns zumindest die Folien gibt und wir das versuchen, gemeinsam zu machen. Wir haben das jetzt so aufgeteilt, dass der Otto jetzt erstmal so ein bisschen den allgemeinen Teil erzählen wird. Und ich habe heute Morgen in einer Schnellaktion, da haben wir uns gestern Abend drüber unterhalten, habe ich noch 3-4 Folien zusammengekleistert, um anhand von 2 Beispielen zu zeigen, was man denn eigentlich damit auch machen kann. Ich würde aber erstmal das Wort an dich übergeben. Ja. Okay. Also, guten Morgen oder guten Tag, im Grunde genommen jetzt ja schon. Wie schon angesprochen, die Folien sind von Markus Netherle. Ja, die habe ich mir halt vorher ein bisschen angeschaut und werde jetzt versuchen, da ein bisschen was so zu erzählen. Es geht im Grunde genommen um die aktuelle GRASGIS-Version und den sogenannten auch dort Stable Released, der seit im Ende letzten Jahres rausgekommen ist. Und dann mache ich weiter. So, ist besser. Und wie man sehen kann, oder die erste Einstiegsfolie zeigt schon, dass es eine ganze Reihe von Neuerungen gibt, die sich aber sehr auch auf die Benutzung von GRASGIS beziehen, nämlich auf die grafische Oberfläche, die eigentlich untypisch ein bisschen für GRASGIS. GRASGIS steht ja eigentlich für ein Analysewerkzeug, was von Haus aus jetzt von der Oberfläche her ja nicht unbedingt grafisch sehr intuitiv zu bedienen ist, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Desktop-GIS, die man so kennt. Wer von Ihnen hat dann noch nie mit GRASGIS gearbeitet? Also sind schon, okay, also die meisten kennen das schon. Dann ist das also nichts Neues für euch, wenn ich das so sage. Und was man halt sehen kann, ist, dass hier sind so ein Bild mal dargestellt, wo einige Funktionalitäten oder Dinge dargestellt sind, die die Benutzerfreundlichkeit, die Verbesserung in GRASGIS halt demonstrieren. Und da gehe ich jetzt auch nochmal direkt drauf ein. Die Version, die jetzt aktuell ist, ist halt also 7er Version, die gibt es halt schon länger jetzt mittlerweile. Die ist herausgekommen, die 7.0, vor 2,5 Jahren vielleicht ungefähr. Und GRASGIS ist relativ konservativ, was so Versionssprünge geht. Das heißt, man von 7.0 auf 7.1 ist dann immer so ein Zwischenrelease, der für die Entwicklung da ist. Die 7.2er Version, also die nächste nach der 0er, 7.0, die hat sich halt 2,5 Jahre Zeit gegönnt. Das ist ja auch typisch für das Projekt. Das ist halt sehr, das Set hat sehr viel Wert darauf gelegt, auf den Faktor Stabilität auch. Und natürlich hat das auch was mit dem gesamten Projekt zu tun, der Community, die da zusammenarbeitet. Und so hat das ja im Grunde genommen 2,5 Jahre hat das gedauert. Aber in diesen 2,5 Jahren sind halt auch viele Dinge passiert, nämlich unter anderem 1900 Einträge im Versionierungssystem in Bezug auf, also viele Fehler sind eliminiert worden wieder. Es sind eine Reihe von Verbesserungen haben stattgefunden, um die es da jetzt in dem Vortrag auch gehen soll. Und eine genannte Liste, wie ihr sehen könnt, könnt ihr hier auf diesem Link nachvollziehen, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten handelt der Vortrag jetzt vor allen Dingen halt über die grafische Benutzeroberfläche, einige Module, die hinzugefügt wurden, im Hintergrund, was da also an Bibliotheken ergänzt, erweitert wurde, die Portabilität, da ist, glaube ich, nichts extra noch dazu geschrieben, aber die wurde halt auch optimiert, um GRASGIS besser auf den verschiedenen Plattformen auch nutzen zu können. In Bezug auf Scripting mit Python ist einiges passiert und das Benutzerhandbuch halt auch. Außerdem für eine Reihe von Add-ons. Und jetzt gehe ich die da so ein bisschen durch. Wer mit dem GRASGIS, also mit der grafischen Benutzeroberfläche schon arbeitet oder das kennt, dem fällt vielleicht auf, es gibt halt 2 neue Dinge. Das eine ist, es gibt so eine Art, also hier unten im unteren Bereich dieses Layer Managers, dort sind Reiter,
Diese Reiter bieten halt verschiedene Funktionalitäten. Der Standardreiter, wenn man den Layer Manager öffnet, ist dieser Layer Manager, Layer Reiter, in dem dann halt die Karten so wie in einem Layer Fenster halt dargestellt sind. Und darüber hinaus kann man jetzt über die Konsole kann man Module ansprechen und direkt starten und so weiter. Und was hinzugekommen ist in dieser Version 7.2, ist jetzt die Möglichkeit, dass man sich die Daten, die in einer Projektumgebung, in einer Location von GrassGIS halt abgelegt sind, dass man die sich als Liste anschauen kann. Und wenn für die Arbeitsumgebung, in der man auch angemeldet ist, gibt es dann die Möglichkeit, die Daten dann auch zu bearbeiten. Wie man hier sehen kann, kopieren, löschen, umbenennen oder direkt aus dieser Liste heraus dann in dem Kartenfenster von GrassGIS zu visualisieren. Das ist halt möglich. Darüber hinaus, was auch interessant ist, finde ich, in dem Fenster ist, dass man die Location, die hier da ist, diese Projektumgebung, ist diese North Carolina Datenumgebung, die man auch herunterladen kann als Testumgebung. Und wenn man jetzt weitere Arbeitsprojekte integriert hat in das GrassGIS, dann werden die auch mit hier angezeigt. Ich kann zwar nicht jetzt im Editiermodus drauf zugreifen, wenn ich nicht angemeldet bin in diesem Projekt. Aber ich kann halt mir zumindest aus meinen verschiedenen Arbeitsprojekten anschauen, welche Informationen, welche Karten sind denn da jetzt schon enthalten. Und von daher ist das, denke ich, schon benutzerfreundlich oder ist besser geworden sozusagen, sich in seinen Daten zu orientieren. Das Zweite, was dazugekommen ist, es gibt halt hier so einen Python-Reiter, der ermöglicht ist, dass man das hier hinterliegende Fenster, sehen die Maus, ja, das hinterliegende Fenster öffnet, also eine Python-Konsole, in der man Graph-Befehle in Python halt ansprechen kann, absetzen kann. Und wenn man einen Schritt weitergehen möchte, kann man hier unten dann auf den sogenannten Simple Editor klicken und bekommt dann hier so einen Python Editor, in dem halt schon so ein bisschen vorbereitet ist, also einzelne Methoden vorbereitet sind, in die man dann so seine eigenen Analysen integrieren kann, wenn man möchte. Dann im Grunde genommen ist das so eine Art Start für das eigene kleine Modul, was man vielleicht in Python dann schreiben möchte. Und das ist halt hier drin. Man kann es dann auch testen, direkt einmal ablaufen lassen, ob das alles so funktioniert. Und das ist halt auch eine neue Funktionalität, die in dieser Version 7.2 integriert ist. Darüber hinaus natürlich auch, da war ich zu schnell. Natürlich wichtig oder schön ist, dass die Darstellung, die Rendering Engine, dass die jetzt Multithreading unterstützt. Vor allen Dingen nicht bei GrassGIS, weil man ja oft doch mit größeren Datenmengen arbeitet. Und wenn man die auch mal visualisieren will, ist das ganz schön, wenn man da auf mehrere Kerne auch zugreifen kann. Das ist also dort, was sich mit der Benutzeroberfläche getan hat. Dann eine Sache, was bestimmt viele, die mit GrassGIS schon gearbeitet haben, wissen, dass wir in Bezug auf Darstellung, beispielsweise Legende oder Ähnlichem, dass das jetzt nicht so einfach ist, da etwas Schönes zu produzieren. Meistens wechselt man dann auf eine andere Möglichkeit, um das umzusetzen. Aber auch da hat sich jetzt einiges getan. Das heißt, es gibt da ein neues Modul, um Vektorlegenden zu erstellen, zu zeichnen. In GrassGIS selbst ist es meist ja so, dass man hat das Kartenfenster auf und in dem Kartenfenster selbst layoutet man direkt die Daten, fügt also eine Legende dazu und einen Maßstab und Ähnliches. Und so muss man das hier auch verstehen. Das heißt, ich kann mit einem Modul D-Legend Vect ist das in dem Fall, kann ich jetzt mit verschiedensten Parametern, beispielsweise einen Rahmen oder Nicht-Rahmen, Hintergrundfarben, ich kann die Größe der einzelnen Symbole festlegen, die Position, die genaue Position dieses Fensters definieren, sodass eigentlich so auf automatische Art und Weise schon eine in vielen Fällen ausreichende Legende direkt so erzeugt werden kann. Das war vorher nicht so schön möglich. Das ist also etwas, was hinzugefügt wurde auch, was jetzt die Benutzung der grafischen Oberfläche betrifft. Dann zu den Modulen sind eine Reihe von, oder hat Markus hier einige aufgelistet, die hinzugekommen sind. Dazu gehört, denke ich, auch sehr gut und sinnvoll, als das G-Search Module. Das heißt, also GrassGIS mittlerweile hat, glaube ich, so, wenn man das normal installiert, bereits so 400-500 Module, die man nutzen kann für die Datenanalyse. Dazu kommen noch sicherlich hunderte oder einige
sogenannte Add-ons in GrassGIS. Das heißt, man hat am Ende halt einen riesen Pool an Modulen und Werkzeugen, mit denen man arbeiten kann. Und diese Module will man ja irgendwie auch managen oder man muss sich da zurechtfinden. Und dafür ist dieses Modul da, um auf Basis von Keywords, die jeweils immer in den Hilfeseiten der einzelnen Module integriert sind, dann das Modul zu finden, mit dem man auch arbeiten möchte. Dann gibt es einige, die hier aufgelistet sind für die Bearbeitung von Punktdaten, also von Laserscan-Daten. Beispielsweise ist es jetzt möglich, direkt unregelmäßige verteilte Punktdaten auf Basis von verschiedenen statistischen Methoden in ein Rasterhöhenmodell beispielsweise zu importieren. Das war so vorher nur möglich mit regelmäßig verteilten Daten und kann jetzt halt auch mit unregelmäßig verteilten Daten direkt passieren. Dann gibt es hier unten die Möglichkeiten, Laserscan-Daten dann auch wieder zu exportieren in eine Punktwolke, wenn man das möchte. Hier ist ein Modul, was hinzugefügt wurde für die dreidimensionale Analyse. Das ist ja auch etwas, das GrassGIS unterstützt. Also man kann dreidimensionale Rasterdaten nicht nur visualisieren, sondern auch analysieren. Und da ist halt eine Berechnung von Fließlinien und Fließakkumulation ist ein Modell hineingekommen. Kriegt man hier auch ein kleines Bildchen dazu, wie das dann aussehen kann, wenn man es darstellt. Und was gibt's noch? VDecimate ist Punktwolken, Anzahl von Punkten einer Punktwolke zu dezimieren, also aufzubereiten, um dann darauf basierend dann wieder weitere Analysen, vielleicht Interpolationen anzustoßen. Das ist halt noch drin. Und eine dritte Funktionalität, die hinzugekommen ist, bezieht sich auf das Analysieren temporaler Daten, also Zeitreihenanalysen. Auch das ist etwas, was in GRASS ja seit einigen Jahren jetzt Teil der Software geworden ist. Und man kann also Zeitreihen, Rasterdaten, Vektordaten, 3D-Daten als Zeitreihen managen und auch analysieren, darauf zugreifen. Und hier ist jetzt ein Modul hinzugekommen, um die Datensätze dann auch, Werte aus den Datensätzen dann auch darzustellen, zu plotten. Das sind jetzt ein paar Beispiele von Modulen, die hinzugekommen sind. Was man, glaube ich, da schon ganz gut sehen kann, ist, dass GRASS halt wirklich ein spezialisiertes Analysewerkzeug ist. Das sind keines, glaube ich, dieser Module sind so Standardwerkzeuge, die man so im Normalen oder die von den meisten Leuten so benutzt werden, sondern es geht halt eher um große Datenmengen, viel Interpolation, Laserscan-Daten, Fernerkundung. Da kommt gleich auch noch ein bisschen was da gleich. Was halt noch hinzugekommen ist auch, ist Dokumentation. Das weiß wahrscheinlich dann auch jeder, wenn ihr damit schon gearbeitet habt mit GrassGIS. Man kann, die Dokumentation ist wirklich gut, finde ich, weil man für Modul gibt es jeweils eine eigene Hilfeseite. Die ist zwar auf Englisch, also das wäre vielleicht noch das Highlight, wenn das auch noch übersetzt werden, die verschiedenen Sprachen. Aber ansonsten gibt es halt immer eine sehr strukturierte Anleitung, wie man mit einem Modul arbeiten kann. Und es gibt halt auch immer mehr Bilder. Und dazu ist halt jetzt auch diese Dokumentation verbessert worden, so dass man auch diese Bilder, die dann halt sehr aussagekräftig sind oder sein können, dann auch direkt zugreifen kann, um zu sehen, wie funktioniert jetzt etwas, womit ich arbeiten will. Das ist also auch hinzugefügt worden. Dann gibt es den Graphical Modeler in GrassGIS. Der ist halt auch verbessert worden. Das heißt, vor allen Dingen, also man kann halt die Modelle, die man sich gebaut hat, die kann man halt direkt ablaufen lassen. Das heißt, man gibt dann die Eingabeparameter. Ihr könnt vielleicht hier sehen, es gibt halt R-Import, V-Import. Das sind halt die Eingangsdaten für die, das sieht man dann hier unten wieder, kann ich dann sagen, die Daten halt bestimmen, welche es sein sollen. Und dann wird das Modell durchgerechnet und ich kann das halt überprüfen, ob das halt so passt, wie ich mir das vorstelle. Und darüber hinaus ist es halt auch so, dass diese Workflows jetzt auch als Skript, also als Python-Skript, auch direkt herausgeschrieben werden können. Ja, und dann kann man die nutzen und direkt als Modell im Grunde genommen verwenden. Selber habe ich das hier nicht ausprobiert. Hier steht noch inklusive GUI und Kommandozeile. Also inklusive GUI heißt, wäre ja im Grunde genommen, dass man dann ein eigenes Modell und Modul in GrassGIS dann erstellt hätte mit den einzelnen Eingabeparametern. Das habe ich nicht getestet. Das wäre aber natürlich eine schöne Sache. Dann gibt es Verbesserungen im Hintergrund, also in den Bibliotheken. Dazu gehört vor allen Dingen oder als erstes hier angegeben, dass man das EPSG, also Informationen zu den zur
Projektoren zu den Koordinatenbezugssystemen, die man genutzt werden, die werden jetzt aus der Approach 4 und GEDA-Bibliothek genommen und nicht mehr, früher war das halt vorher in GRASS gesetzt, ein Teil, das wurde dann immer auf aktualisiert, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Dann im Bereich Rasterdaten sind neue Methoden hinzugefügt worden, einmal um die Daten selbst zu komprimieren, dann und auch wie man jetzt mit No-Data-Werten in Rasterkarten umgeht, auch die, da ist jetzt Komprimierung möglich, die man aktuell aber noch explizit hat aktivieren muss, um das zu machen. Ist aber insofern, also besonders wenn man mit Rasterdaten arbeitet, halt wichtig oder eine sehr schöne, nützliche Funktionalität, weil die Daten, die Komprimierung natürlich schon, hier unten ist das mal angegeben, uncompressed und compressed, das sind halt schon Dimensionen, die man da oder Datenmengen, die man einsparen kann bei der Komprimierung, gerade bei großen Datenmengen und Rasterdaten, die das halt auch eine schöne Verbesserung sind auf jeden Fall. Dann kurz angesprochen hatte ich ja schon die GRASS Add-ons und da sind jetzt hier mehr als 50 neue Add-ons hinzugefügt worden. Add-ons sind halt Erweiterungen, Plugins, die man über einen Plugin-Manager im Grunde genommen, einen Extension-Manager in GRASS auswählen kann und dann integrieren kann. Das ist mal leichter, mal nicht so leicht. Das kommt immer darauf an. Also Add-ons können durchaus halt auch in C geschrieben sein. Das ist dann jetzt ein bisschen komplizierter. Wenn das halt Python-Skripte sind, dann ist das eigentlich recht problemlos. Und darüber gibt es jetzt halt Werkzeuge, die Bearbeitung von Landsat 8-Daten beispielsweise erweitern, die Möglichkeiten der Bewertung von Landschaftswandelprojekten oder Daten. So etwas kann man halt, gibt es da Möglichkeiten. Dann Berechnung von Geometrieparametern für Rasterobjekte. Heißt, ich kann für Raster, geclusterte Rasterbereiche beispielsweise, die einen Wert repräsentieren, kann ich deren Fläche für die Klasse bestimmen. Das ist zum Beispiel eine Variante oder was ich machen kann. Dann im Bereich Klassifizierung ist das Machine Learning Methode ist dort integriert worden. Zeitreihen können, man kann die approximieren. Periodische Zeitreihen, sowas ist dort ja möglich. Man kann Zeitreihen zerlegen, einen Index erstellen für Oberflächenrauigkeit beispielsweise. Hier ein Verschneidungsmodul von Eingabekarten auf Basis einer vorhandenen Karte, also eine Art Clipmap, zu extrahieren, zu überlagern. Weitere Formate werden unterstützt, sogenannte GBEF. Ich kenne es selber nicht, aber ich habe kurz geschaut. Das ist halt wohl ein spezielles Format, in der für biologische Daten, also für die Artenvielfalt, Artenverteilung, die sind in so einem speziellen Format abgelegt, was man jetzt auch in GRASS laden kann. Und genauso ist halt Natura 2000 Daten, das kennt wahrscheinlich dann jeder eher wieder, oder OpenStreetMap Daten, auch diese können halt so original ins GRASS eingeladen werden und damit dann gearbeitet werden. Ja, weiteres ist hier natürlich dann beschrieben in den Add-ons, das ist eine Webseite, auf der dann alle gelistet sind, man sich genauer informieren kann. Das ist der Punkt. Da sehe ich schon, jetzt bin ich schon an der letzten Folie angelangt. Das alles, also und natürlich viel mehr, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, kann man direkt natürlich ausprobieren. GRASS ist wie die meiste Software direkt herunterladbar für die verschiedenen Betriebssysteme. Also man kann es herunterladen, direkt nutzen. Die Add-ons genauso kann man integrieren. Es gibt eine Reihe von Beispieldaten, die, wie vorhin wurde angesprochen, der North Carolina-Datensatz, der ist recht umfangreich, mit dem kann man ausprobieren. Und es gibt natürlich Mailinglisten, Wiki und das Handbuch, um da sich auch noch ein bisschen weiter mit zu beschäftigen und das zu vertiefen. Das sind so die Möglichkeiten. Ja, und was hier nicht steht, aber wahrscheinlich auch interessant ist, weil viele Leute halt, denke ich jetzt, das QGIS auch nutzen. Man kann natürlich auch QGIS nutzen und da das GRASS-Plugin verwenden oder das GRASS über dieses Processing-Plugin. Und das ist dann auch die Version 7.2. Also das, was ich jetzt vorgestellt habe, kann man dann auch von QGIS-Seite, wenn man da schon sich vielleicht auskennt, ansprechen und nutzen. Ich glaube, dann war es die letzte Folie. Dann wird der Till Adams jetzt noch kurz was erzählen. Ne? Ich weiß gar nicht, oder Minuten, ich kann es versuchen. Ansonsten kann ich auch einfach verweisen, weil ich bin nämlich direkt gleich weg, weil ich im anderen Hörsaal meinen nächsten Vortrag habe. Da geht es im Wesentlichen auch um so eine Geschichte, wie man GRASS
wirklich nutzt, um mal richtig große Datenmengen zu prozessieren. Das war jetzt die Ad-Hoc-Idee gestern Abend, die wir hatten, dass wir gesagt haben, einfach mal so ein bisschen aus dem Leben gegriffen. Was tut man denn eigentlich damit? Weil Otto hat schön vorgestellt, es gibt eine neue Oberfläche. Wir nutzen das sehr stark eigentlich wirklich als Arbeitstier, als Tool. Haben uns eine Architektur aufgebaut. Ich habe mal so ein Wölkchen drumherum gemalt, wo man im Grunde genommen über einen Jobmanager verschiedene GraSkis-Server anspricht. Die kann man in der Cloud, die werden dann automatisiert hochgefahren, die kriegen irgendeinen Job, berechnen was und die Sachen landen unten irgendwo in einer Datenbank oder eben in einer Dateiablage, und wenn die Kisten nicht mehr gebraucht werden, dann räumt er sozusagen hinter sich auf und spart dadurch natürlich insbesondere in der Cloud massiv Kosten. Und eine Sache, da werde ich jetzt gleich auch drüben den Vortrag drüber halten, da geht es um eine Vervollständigung von Temperaturdatensätzen, also von den sozusagen euch hast gesehen, rechten Daten, die Wolkenlücken haben, rüber zu den linken Daten, die dann vervollständigt werden. An sich eine relativ klassische Sache. Ich habe nun mal kurz aufgeschrieben, was für Datensätze wir da reden. Wie gesagt, detailliert gleich drüben. Es geht um 15 Jahre. Wir haben 4 Datensätze pro Tag. Das heißt, wir reden etwa über 22.000 Datensätze weltweit Landoberfläche. Das sind 147.000 Quadratkilometer. Und verteilt auf 286 Teils von einem Satelliten. Das heißt, man rechnet da 6.200.000 und irgendetwas Jobs. Das macht keiner mehr am Desktop. Das läuft natürlich automatisiert im Hintergrund. Eine zweite Sache haben wir gerade für die ESA aufgebaut. Hat den tollen Namen EOMI, Earth Observation Metadata Enhancer. Ist eigentlich eine relativ billige Applikation, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe ein Polygon. Das ist der sogenannte Footprint von so einer Sentinel-Satellitenszene. Und im Moment kann ich bei den etwa 70.000 Szenen, die es schon gibt, das Ding fliegt halt rum und sendet permanent neue Daten zur Erde, kann ich suchen nach Wolkenbedeckung, Aufnahmezeitpunkt und natürlich nach Gebiet. Und die Idee von der ESA war, das anzureichern mit mehr Daten, wo man einfach gesagt hat, ja, durchschnittliche Landhöhe, durchschnittliche Landnutzung, durchschnittlicher Niederschlag, aber auch dynamische Daten wie Vulkanausbrüche, Erdbeben, wo man einen Stempel dran gibt und sagt, okay, das war die letzte Szene davor und das ist die erste danach. Und auch da, wie gesagt, bei den 70.000 Szenen ist das eine Menge Holz, die man erstmal rechnen muss, weil ich im Grunde genommen mit jedem Umgebungsrechteck erstmal in eine Datenbank eintauche und diese ganzen Dinger hinten dran hänge. Dafür ist letzten Endes eben so eine Architektur mit so einem Arbeitstier GraS dahinter eigentlich genau das Richtige. Wollte ich nur, wie gesagt, kurz noch einwerfen, und ansonsten sind wir auch durch. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Die Fragen wird der Otto beantworten. Gibt es Fragen? Dann stelle ich die Frage wieder. Otto, du hast es schon angesprochen, viele benutzen das GraS, also auch ich. Ich benutze es manchmal auf der Konsole, aber sobald ich irgendwie eine Oberfläche benutze, benutze ich eigentlich QGIS. Mhm. Wie viel Sinn macht das, jetzt ohne dem Projekt zu nahe treten zu wollen, wie viel Sinn macht das, tatsächlich eine eigene Oberfläche weiterzuentwickeln oder nicht lieber zu versuchen, in das zum Beispiel zu sagen, unsere Oberfläche ist QGIS? Also ich denke schon, dass es Sinn macht grundsätzlich, dass GraSkis auch weiterhin eine Oberfläche hat. Also wie viel Energie man dort investieren sollte oder will, das ist halt die andere Frage. Wenn man mit Leuten im GraSkis-Projekt spricht, die würden auch, glaube ich, viele würden auch sagen, wir brauchen gar keine GUI, weil wirklich es so ist, wenn man das viel mitarbeitet, dann legt man die dann irgendwann auch beiseite. Und auch die andere Erfahrung, die du auch beschrieben hast, wenn man zum Beispiel dann eine Karte daraus generieren will mit Legende und anderem, dann ist das, die Möglichkeiten sind halt weit weg im Grunde genommen von dem, was man jetzt hat, wenn man das in QGIS lädt, die Daten. Also würde man wahrscheinlich dann auch darauf zugreifen. Und da gibt es dann auch wenig Gründe eigentlich zu sagen, dann entwickeln wir aber jetzt eine gleichwertige grafische Oberfläche jetzt für GraSkis auch nochmal. Aber was trotzdem, glaube ich, gut ist, ist, dass man überhaupt die Möglichkeit hat. Denn es gibt ein paar Dinge oder Gründe auch, um die GraSkis-Oberfläche zu nutzen. Denn die Parameter beispielsweise, also einmal ist es möglich, dass man 100% der Daten
Analysen auch dann darauf zugreifen kann. Das ist von Kugels Seite aus nicht ganz so umgesetzt, aber auch nicht möglich. Und man hat halt auch sämtliche Parameter und Optionen für die Module, die man direkt über die Grasoberfläche ansprechen kann. Und das ist auch in QGIS jetzt noch nicht so komplett umgesetzt. Also da, in QGIS würde man irgendwann auch auf die Gras-Shell, so nennt sich das da ja, zugreifen, um dann wirklich alle Parameter eines Moduls auch ansprechen zu können. Also von daher, in gewissem Maße, so vielleicht, so wie es jetzt ist, macht das durchaus Sinn. Wie viel man da noch weiter investiert, ist die Frage, ja. Meine Frage geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Es gibt ja auch den Model Builder zweimal in Gras und in QGIS. Kannst du da was sagen, wie die Unterschiede sind zwischen den beiden Model Buildern und Stärken und Schwächen und, ja, und ob es da nicht auch Synergien gibt? Du meinst den Model Builder, der über das Processing da ist, vorhanden ist? Ja. Also der Hauptunterschied ist, glaube ich, der, dass der halt auf das Processing Plugin aufbaut, und das heißt, da ist das Prinzip ja immer so, die Daten werden, die man Eingangsdaten, werden ja nicht aus der Gras-Datenbank direkt genutzt, sondern es ist immer ein Import in eine passende Arbeitsumgebung in GrasGIS, dann wird das prozessiert und wieder rausgeschrieben. Das ist ja der Weg, und deswegen ist das einerseits vielleicht ein bisschen eine Überschneidung, andererseits ist es halt doch eine GrasInterne Umsetzung, die, also gerade wenn es auch wieder darum geht, größere Datenmengen zu bearbeiten, also da dann erst den Import und Export mit abzuhandeln, ist, glaube ich, dann leicht aufwendig. Aber von der Funktionalität her ist das im Grunde genommen eine Doppelung, würde ich sagen. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Gut, dann danke nochmal, Otto, für den Vortrag, und wir werden dich gleich wieder sehen und hören für den QGIS-Vortrag. Danke.